Ziel. Betritt die Person Raumstation. Dock an der Station an. Muss ich jetzt selber hier andocken? Nee. Ich habe das Schiff kaum anbekommen. Warum soll ich da selber andocken? Na gut. Erst einmal, hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Ein bisschen länger hat es gedauert, bis es eine neue Folge von Deliver the Moon gibt. Aber tatsächlich gab es einige von euch, denen hat es sehr gefallen. Und mir hat es persönlich auch gefallen. Jetzt ist es aber endlich soweit, noch ungefähr ein, zwei Wochen. Endlich mal wieder eine neue Folge Deliver the Moon. Und wir sind ja schon, wie man sehen kann, in der Raumatmosphäre unterwegs und sind gerade unterwegs zur Raumstation vom Mond und wollen da jetzt irgendwie versuchen anzudocken. So. Gucken wir uns mal an. Aha. Ah, okay. Das ist hier wirklich nur marginal. Da. Ah, okay. Wir haben das Fadenkreuz hier. Ja, ist das gut? Ja. Da gehen wir mal wieder ein bisschen näher ran, würde ich sagen. Wenn wir außerhalb des Sicherheitsbereichs sind. Hoppla, hoppla. Oh, 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 ja, ja, ich geh schon runter. Bisschen gewöhnungsbedürftig, also der linke Stick ist eigentlich nur für links oben auch, aber eigentlich für links und nach vorne. Okay. So, langsam. Langsam. Langsam, 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 langsam. Langsam. Achtung. Langsam, zärtlich, tief hinein. Huh, geschafft. Ich hab nichts zerstört. Bam, ganze Welt zerstört. Ich wusste gar nicht, dass es so ein riesen Raumschiff ist. Ach, da seid ihr endlich wieder. Ja, die Verbindung ist ein bisschen abgebrochen. Wir können ihre Position nicht erfassen und keine Nachrichten empfangen. Aber wir können Fluktuationen im MPT-Netzwerk erkennen. Wenn Sie das hören, erreichen Sie das Kontrollzentrum, finden Sie den Fehler in der MPT-Verbindung und bringen Sie sie wieder online. Viel Glück da oben. Oh, vielen Dank. Alles klar. So, nach links rollen. Alles klar. Oben haben wir links. Ja, das passt schon einigermaßen. Können wir mal gucken, was haben wir denn hier? Können wir auch die Sachen hier greifen? Da können wir, glaube ich, nur reinzoomen. Oder können wir uns die auch greifen? Ach, Taschenlampe. Okay, den Kontrollraum erstmal finden. Wo ist denn der Kontrollraum? Mission. Gucken wir uns mal kurz, wo waren wir? A01. Das ist denn quasi nicht richtig. A02 ist wahrscheinlich die andere Ladeluke. Wo will ich mal sagen? Hier ist, glaube ich, so. Ja, der Durchgang ist der einzige, der offen ist. Ach Gott, das war schon wieder ein schwieriges Unterfangen. So, was hast du hier? Zack. Sauerstoff. Ich habe keinen Sauerstoff mehr. Oh, Sauerstoff nur für 3 Minuten. Ziel. Überprüfe die Verbindung der Station zur MPT-Netzwerk. Bringe die Lebenserhaltungssysteme wieder online. Betritt die Person-Station. Ja, haben wir schon gemacht. Okay. Mal sagen, das ist hier. Also, die MPT-Netzwerk ist offline. Stationsenergie sehr niedrig. Lebenserhaltung offline. Das ist natürlich nicht gut. So kommen wir natürlich hier nicht weiter. Oh, hoppla. Bisschen runter. Können wir das hier benutzen? Können wir hier irgendwas benutzen? Nein. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Ja, aber schön, dass man schon wieder gleich hier unter Druck gesetzt wird. Nur noch 2 Minuten. Also viel zum Umgucken haben wir jetzt hier auch nicht anscheinend. Aber gut, hier ist Tür zu. Achso, da ist nur der Blick auf die Erde. Auch wunderschön. Oh, hier, guck mal. Wir können hier mal gucken. Da. Komm, was hier? Was mache ich damit? Was mache ich denn damit?
wahrscheinlich die Luke aufmachen. Ich sag jetzt einfach mal die Luke aufmachen. Komm. Junge, wir machen das jetzt hier einfach. Ja, sehr schön. Weiter geht's. Was haben wir hier? Interagiert. War das was Gutes? Also richtig sauerstoffmäßig war es jetzt auch nicht gewesen. So, Lebenserhaltung ist ja offline. Joa, da brauchen wir wahrscheinlich irgendwas. Hier fehlt tatsächlich was. Nee, das können wir... Boah, das bräuchten wir zumindest, glaube ich, nicht. Nein, brauchen wir nicht so interagieren. Oder können wir nicht so interagieren? Was sind das denn hier für kleine Fässchen? Sind die wenigstens so ein bisschen für Sauerstoff gedacht? Ja. Überall Reisetaschen. Achso, oh ja, wir brauchen jetzt nicht übertreiben. Das ist Ziel Nummer Uno auf alle Fälle. Unsere Lebenserhaltungsmaschinen oder Technik hier anschmeißen. Guck mal, da haben wir schon einen davon. Greifen. Und zack. Wie gesagt, wird glaube ich noch nicht allzu sehr reichen. Da brauchen wir bestimmt noch ein bisschen oder noch ein bisschen mehr. Da brauchen wir noch einen anderen. Mal gucken, wo wir den hier finden. Was haben wir eigentlich hier? Was war denn das gewesen? Sah erst zum ersten Moment aus wie Geld. Das ist bestimmt irgendwie Essen oder so. Falls wir das greifen können. Wir können es leider nicht greifen. Das sieht eher aus wie Essen. So viele Säcke hier. Warum sind hier so viele Säcke? Ist das alles hier irgendwie Nahrung oder auch Klamotten? Ich weiß jetzt irgendwie nicht. Was haben wir hier? Oh, warte mal. Ah, hier, guck mal, da kann man noch einen. Naja, mit Sauerstoff. Haben wir noch ein paar Schränke? Nö. Dann zurück. Ah, ach Mann, siehst du, ach, jetzt hätte ich mir fast einen Wolf gesucht. Ein bisschen knobeln muss man natürlich auch. Das ist verständlich. Gerade so gedacht, nee, man kann doch den anderen nehmen, den wir schon gefunden haben. Kann man ja auch. Den man natürlich selbstverständlich, den da unten jetzt eingesteckt hat, damit die Tür offen bleibt. Und nun kann man nach und nach. Super, falsche Richtung. Jetzt können wir noch das andere hier wieder abstöpseln. Und da reinstecken. Geschafft. Wir können es ja mal schnell ausprobieren, ob es irgendwie funktioniert. Okay. Warte. Ja, ich mach gleich. Ich werde das mal hier ein bisschen Sauerstoff nehmen. Ich habe jetzt nicht ganz schnell lesen können, was da war. Aber ich nehme mir. Oh. Ein bisschen Sauerstoff hier erst einmal. Oh. Viel haben wir aber auch nicht mehr. Da stand irgendwas drin. Irgendwas war erforderlich gewesen. Oh, bitte tu mir das jetzt hier nicht an. Irgendwas Einfaches, bitte. So, Systemneustart erforderlich. Achso, ja. Aber Lebenserwartung wieder online. Gut, das erste Ziel haben wir in dem Sinne schon mal. Oder ein sekundäres Ziel, sagen wir mal so. Das Primäre steht ja immer noch mit dem MP. Was war das gewesen? Hier den MPT-Netzwerk, was wir wieder aktivieren sollen.
Aber die Türen sind dadurch jetzt auch nicht aufgegangen, wa? Guck mal, hier hätte man mal gucken können. Lesen. Herausgegeben wegen des Falls des Weltraumfahrstuhls 788847. Warte, stand da sie nach oben? Diese Seite nach oben. Können einfach nur so drehen, warte, was ist das denn? Okay, ich glaube, war jetzt nicht so wichtig gewesen. Haben wir hier noch irgendwie vielleicht einen Schrank zum Öffnen? Wie gesagt, die Tür ist ja schon fast offen. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Ansonsten, so, das ist auf alle Fälle schon mal alles in Ordnung. Was haben wir? Achso, hier haben wir. Guck mal, hier haben wir auch noch was. Also ich denke mal, mehr werden wir jetzt hier nicht finden. Oh, hoppla. Weil die Türen da hinten waren überall verschlossen gewesen. Oh. Erinnerung. Ist auch der einzige Weg eigentlich nur. Roger, Control. Wir sind bereit zum Abstieg. Das MPT-Netzwerk ist weiter offline. Wenn ihr nach Copernicus runterkommt, wird es dunkel. Danke für die Warnung, Pearson. Denkt dran, Sarah. Unser Sauerstoff in der Station ist begrenzt. Ihr habt 40 Minuten nach Ankunft, um den Grund des Blackouts zu finden und das MPT-Netzwerk wieder zu aktivieren. Wenn ihr bis dahin nicht zurück seid, müssen wir ohne euch weg. Verstanden, Control. Bereit, Rolf? Ja, und keine Sorge, Control. Wahrscheinlich nur ein technischer Schluckauf. Wir sind gleich zurück. Schauen wir mal, wie es denen da unten so geht. Alex, beginne Abstiegsprotokoll. Alle Systeme aktiv. Abstieg in 3, 2, 1. Abstieg läuft. Okay, ich würde mal sagen, das war jetzt schon mal sehr hilfreich gewesen. Wir müssen irgendwie runter. Wo befinden wir uns jetzt hier eigentlich? Was ist das hier? Datenbank? Börsen Weltraumfahrstuhl. Können wir da durch? Nö. Also wir müssen jetzt hier mit dem Fahrstuhl irgendwie runterfahren, weil erst unten quasi auf dem Mond kann man das nächste Zeit wieder herstellen. So habe ich das gerade so ein bisschen verstanden. Ist das jetzt hier von Wichtigkeit? Nö. Von wo kam ich eigentlich? Ich glaube, zu meinen... Boah. Achso, nee. Genau. Hier. Nee. Ach Gott. Wo bin ich hier? Aber hier komme ich doch durch, wa? Ja. Hier ist auch nur eine Tasche. Hier sind so viele Taschen, das ist ja unglaublich. Oh, ein Koffer. Den kann ich aber nicht nehmen. Kann mir von da aus jetzt so wahrscheinlich, wa? Oh, keine Ahnung. Da haben wir eine Öffnung. Ich bin schon wieder so ein bisschen überfragt. Ah, guck mal, hier haben wir nochmal ein Tonband. Wir sind schon auf der richtigen Fährte auf alle Fälle. Na schön, Kumpel. Fast fertig. Keine Sorge, lackiert wirst du später auch noch. Bist du bereit? Der Aufzug ist fast wieder einsatzbereit.
Ja, ich flicke bloß noch Alex zusammen. Willst du das Ding etwa mitnehmen? Na klar. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Ohne ihn hättest du es nicht mal zur Luftschleuse geschafft. Der MPT-Blackout kann kein gewöhnlicher Aussetzer sein, Rolf. Da unten ist alles finster. Rolf. Beim letzten schöner Name. Ausfall. Ohne Gitarre. Hast du die Nachricht von der Erde gehört? Nein. Was haben sie gesagt? Ohne das MPT können sie nicht mal mehr Schiffe hochschicken. Verrückt, was? Wir sind die Einzigen, die den Blackout untersuchen können. Rolf, Sarah, wir brauchen euch sofort unten auf der Oberfläche. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, auf geht's. Ah, okay. Aber ich denke mal, wir müssen auch irgendwie da runter, wa? Los, wie? Können wir jetzt hier öffnen? Ja. Was ist das hier? Ah, ein Teleskop. Durchsuchbar in der Nähe. Ah, guck mal. Damit können wir uns die Welt anschauen. Durchsuchbar in der Nähe. Ich denke mal, hier können wir irgendwas durchsuchen. Der Kyroschlaf oder die Kyroschlafmaschine. Also es bringt mir aber jetzt hier herzlich wenig. Hier können wir uns irgendwas durchlesen. Guck mal, hier ist auf alle Fälle ein Pin. Remind, they have changed the code again. 2539. Okay. Ich würde mich ja irgendwas erwarten, wo ich den Code dann eingeben kann. Ich habe, ehrlich gesagt, auch keinen blassen Schimmer. Na, hier war ich, glaube ich, noch gar nicht drin gewesen. Was ist das hier? Achso, ah, ist ein Roboter? Nee. Also ist ein Roboter schon, aber... Ich dachte erst an sowas wie einen Saugroboter. Habe ich es ja auch einfach nur für Müll gedacht. Na gut. Das ist natürlich mal so ein bisschen ärgerlich, wenn man halt wirklich jetzt erstmal hier nicht weiterkommt. Haben wir denn irgendwas wie eine Karte? Wo finde ich denn aber den Oh, warte mal, hier. Ach, ich bin ja auch ein Idiot. Nee, ist das Kontrollzentrum? Doch, da. Nee. Was mache ich hier? Der MPT ist immer noch offline. Was ist da los? Der Backup-Strom läuft endlich hier auf Station und wir reparieren die Pyrosen-Ausdruck, damit wir uns zur Mondzentrale bringen, sodass wir jegliche Hilfe leisten können, die sie benötigen, um den MPT wieder... Also wir müssen den Fahrstuhl finden. Wo ist denn hier der Fahrstuhl? Bisschen aus wie bei Iron Man. Manipulieren Sie nicht die Hardware oder die Treiber. Habe ich auch nicht vor. Müsste mich vielleicht mal einfach umschauen. Ah, guck mal hier. Das ist wahrscheinlich der Lift. Also. Ist nicht direkt, aber. Könnte ich jetzt hier versuchen, aus dem Fenster immer zu schmulen. Um zu gucken, wo findet sich jetzt der Lift hier. Ah, guck mal hier. Nicht vergessen, ja. 25.
Na gut, aber wenn die Welt wirklich dachte, sie könnte mit mir wahrscheinlich noch die wichtigen Ressourcen hier einsammeln und ich bin der Retter der Welt. Ja gut, dann haben sie einfach mal ein bisschen falsch gedacht. Was haben wir hier Schönes? Ein Ratsmitglied MacArthur. In den letzten paar Monaten hatten mein Team und ich Probleme bei der Lieferung von Baumaterialien. Wir sollten inzwischen mit dem Orion-Trakt fertig sein, aber wieder einmal haben wir die Meilensteine verfehlt, weil Sendungen wiederholt storniert wurden. Wann dürfen wir damit rechnen, dass der Lunar-Rat neue Transporte genehmigt? Sarah Baker, Chefingenieurin für der Pearson-Station. Gut, müssen Sie sich nicht alles anschauen? Hier irgendwie was Wichtiges? Nö. Die hat meine Notiz. Ja, war jetzt nur die Notiz gewesen. Oh, wir sind gar nicht mal so weit weg von dem. Oh, hier ist ein Raum. Kann man die noch Anzüge hier nehmen? Nee, war. Nee. Das ist uns verwehrt. Hier ist auch nichts weiter. Dann geht's mal hier weiter. Müssen wir hier irgendwas eingeben? Nope. Hallo. Tür, mach dich auf. Muss aber doch einfach hier irgendwo sein. Den Code habe ich jetzt verwendet. Was ist das hier? Also hier, wo kann man hier gerade durch? Hier war. Hier waren wir nämlich gerade gewesen. Der Code war ja auch so wichtig gewesen. Also muss es ja hier irgendwie weitergehen. Der Code war auf alle Fälle wichtig gewesen. Was ist das hier? Oh, Sarah Baker. Ich finde mal hier irgendwas Schönes, was uns vielleicht hilft. Achso, das hatten wir ja hier schon gehabt, genau. Na gut, dann gehen wir noch einmal zurück. Irgendwas muss es hier einfach geben. Ah, zumindest jetzt Essen oder sowas müssen wir ein Glück bisher noch nicht. Aber halt einfach mal gerne wissen, was hier vor sich geht. Ach Mann, wo ist denn hier der Lüft? Das kann ja nur der hier sein. Achso, warte mal hier. Ach, ey. Nee. Doch nicht. Also, wir brauchen wieder einen weiteren Code. Luftschleuse. Naja, ist glaube ich schon soweit richtig. Ich hätte ja irgendwo eine Notiz hier gesehen. Oh Leute, das tut mir ja echt leid, wa? Ich habe aber vorhin irgendwo Notiz gesehen. Ach hier. Was du bist, aber ich kann ihn nicht greifen. Weiß auch gar nicht, ob da was draufsteht. Ach, Menno, das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Jetzt selber auch nochmal. Ne, Notizen jetzt nicht direkt.
Nee, komisch. Komisch, komisch, komisch. Das können wir nicht benutzen, damit können wir nicht interagieren. So, wir kommen hier rein. Ah, warte mal. Ach, vielleicht hier. Oh. Diagnose. Personenraumstation, MPT, Transmitter und Empfänger online. Oh. Ah, okay. Keine Verbindung zur Wohnzentrale, alles klar. Stationsrotation, Rotationsantrieb der Station offline. Okay. Finde eine Möglichkeit im Arius Truck, das Rotationstriebwerk der Station mit Strom zu versorgen. Oh, ja, okay. Kann ich probieren. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Ich würde mal sagen, ich werde jetzt auch mal so langsam für kleine Raumschifffahrer jetzt hier was essen und was trinken und dann machen wir uns mal hier so ein bisschen Gedanken, wie wir was hier wiederfinden und wieder anschließen. Was haben wir denn hier eigentlich Schönes? Okay, ich glaube, sowas in der Art brauche ich auf alle Fälle. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder und dann haben wir auch wahrscheinlich ein bisschen besseren Durchblick. Oh, der Durchblick, der macht sich mir ja schon so ein bisschen auf. Na komm, gehen wir mal durch. Was ist das hier? Interagieren? Oh, kann ich hier spielen? Ah. Okay, cool. Was habe ich jetzt quasi gemacht? Was habe ich überhaupt freigeschaltet? Ich habe jetzt irgendwie eine Luke, glaube ich, geöffnet. Bloß welche? Bloß welche, bloß welche? Ach, guck mal hier. Hier haben wir auch noch mal. Zack. Man muss auch alles mal hier drücken können. Oh, guck mal, was wir hier haben. Sehr schön. Ja, toll. Ich wollte gerade nämlich schon sagen, hier passiert jetzt nicht mehr allzu viel, weil ich auch so langsam Hunger bekomme, aber wir haben hier mal so ein bisschen was gefunden. So, Sauerstoff wird wieder so ein bisschen weniger. Wir sind gerade draußen. So, jetzt haben wir nämlich jetzt diesen komischen Schneidphaser in unserer Hand gebastelt. Das können wir quasi wie Iron Man hier so auch noch schießen. Muss ich das hier auch kaputt machen? Nö. Oh, doch beides. Eigentlich beides, oder? Nee. Aber wie kriege ich das die Tür auf? Ach, da oben. Ach, Mann. Ja. Einfach nur mal hinschauen. Dann ist das, wird das schon alles. Nicht immer hinterfragen. Fragen, was ist denn hier los? Warum geht das nicht? Oh, Türen. Puh. Ja, das wird gleich auf alle Fälle lustig. Gut, Leute, wie gesagt, jetzt sind wir doch noch ein bisschen weitergekommen. Also ist denn doch die Spannung da für die nächste Folge. Ich würde mal sagen, ich schnabuliere jetzt mal ein bisschen Sauerstoff jetzt hier im Spiel und selber gehe ich was essen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hören uns beim nächsten Mal und schweben und fliegen gemeinsam über den Mond auf die Erde zu, die wahrscheinlich hoffentlich denn wieder soweit heil und gesund ist. Bis dahin macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call in the small hours of the morning. That's the time you miss her most.
Oh.